Haribo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Jaidev und ich lese heute wieder aus dem Srimad Bhagavatam, dem siebten Kanto. Wir hatten bereits begonnen in drei Teilen gelesen im siebten Kanto über Hiranyakashipu, den König der Dämonen. Das ist eine spannende Geschichte, vor allem baut sie auf bis zum Erscheinen von Nrsimhadev, der halb Mensch, halb Löwen-Inkarnation Krishnas. Und ich bin gespannt, ob wir hier mit dieser Serie der Lesestunde so weit kommen. Bisher befinden wir uns in der Geschichte von Hiranyakashipu. Wir haben bereits gehört, wie Hiranyakashipu so seine böse Seite entfaltet, wie er im Kampf gegen Gott, gegen die bevollmächtigten Halbgötter und gegen die Menschen aufgerufen hat, zum Kampf aufgerufen hat, dass er erste Maßnahmen unternommen hat, um Chaos in der menschlichen Gesellschaft zu schaffen und Maßnahmen, um die Zusammenarbeit mit den Halbgöttern zu zerstören und letztendlich um Gott zu töten. Und wir haben bisher in der letzten Folge der Lesestunde davon gehört, wie Hiranyakashipu seine Familie unterwiesen hat. Und in diesem Zusammenhang hat er die Geschichte eines Königs erzählt, die Geschichte von König Suyagya. Und als Suyagya gestorben ist, haben seine Frauen um ihn getrauert und waren völlig außer sich vor Trauer, weil der König verstorben war. Sie wollten seinen Leichnam nicht für die Begräbnis- oder Einäscherungszeremonien freigeben. Und in diesem Zusammenhang ist Yamaraj, der Herr des Todes, auf den Plan getreten. Yamaraj ist erschienen als Kind, als Junge, um die Witwen von König Suyagya zu unterweisen. Yamaraj hat auch eine besondere Stellung unter den Halbgöttern inne. Yamaraj ist einer der 12 Mahajans und die Mahajans, dazu gehören unter anderem auch Shiva oder Bhishma, der Großvater der Pandavas, der Großvater von Arjuna. Die Mahajans sind bevollmächtigt, im Universum Religion zu lehren. Also wirkliches Wissen vom Selbst in Verbindung, vom Selbst im Kontakt mit dieser materiellen Welt. Und da war Yamaraj einer dieser 12 Mahajans im Universum und oder ist, Yamaraj ist immer noch einer der 12 Mahajans und somit von höchster Stelle von Krishna oder Vishnu selber autorisiert, Wissen weiterzugeben. Und wir hören hier jetzt noch von den Unterweisungen Yamarajs an die Witwen von König Suyagya. Und wir lesen weiter im siebten Kanto, zweiten Kapitel, Vers 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Übersetzung: Wie Feuer, das sich zwar im Holz befindet, aber als vom Holz verschieden wahrgenommen wird. Wie Luft, sich zwar im Mund und in den Nasenflügeln befindet, aber als von diesen gesondert wahrgenommen wird, und wie der Äther, der zwar alles durchdringt, aber sich nie mit irgendetwas vermischt,
So ist auch das Lebewesen vom materiellen Körper, dessen Ursprung es ist, getrennt, obwohl es gegenwärtig darin eingesperrt ist. Erläuterung. In der Bhagavad Gita erklärt Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, dass sowohl die materielle als auch die spirituelle Energie von ihm ausgeht. Die materielle Energie wird als Mebina Prakritir Ashtada bezeichnet, als die acht abgesonderten Energien des Herrn. Doch obwohl die acht grobstofflichen und feinstofflichen materiellen Energien Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, Geist, Intelligenz und falsches Ego als Binna vom Herrn getrennt bezeichnet werden, sind sie es eigentlich nicht. Genau wie Feuer von Holz getrennt zu sein scheint und wie die Luft, die durch die Nase und den Mund des Körpers strömt, vom Körper getrennt zu sein scheint, so scheint der Paramatma, die höchste Persönlichkeit Gottes, vom Lebewesen getrennt zu sein, ist jedoch in Wirklichkeit gleichzeitig von ihm getrennt und nicht getrennt. Das ist die Philosophie des Achintya Bheda Bheda Tattva, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu vertreten wurde. Je nach den Reaktionen seines Karma scheint das Lebewesen von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt zu sein. Doch in Wirklichkeit ist es mit dem Herrn sehr eng verbunden. Deshalb wacht der Herr immer über unsere Handlungen, obwohl es so aussieht, als würden wir von ihm vernachlässigt. Wir sollten uns deshalb unter allen Umständen einfach von der Überlegenheit der höchsten Persönlichkeit Gottes abhängig machen und so unsere enge Beziehung zu ihm wiederherstellen. Wir müssen uns auf die Autorität und Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes verlassen. Wow. Vers 44. Übersetzung. Yamaraj fuhr fort: O ihr Klagenden, ihr seid alles Dummköpfe. Die Person namens Suyagya, um die ihr trauert, liegt immer noch vor euch und ist nirgendwo hingegangen. Warum klagt ihr also? Früher hörte er euch zu und antwortete euch, doch jetzt findet ihr ihn nicht mehr und jammert deshalb. Dieses Verhalten ist widersprüchlich, denn ihr habt die Person innerhalb des Körpers, die euch zuhörte und Antworten gab, niemals wirklich gesehen. Ihr habt keinen Grund zu klagen, denn der Körper, den ihr immer gesehen habt, liegt vor euch. Erläuterung. Was Yamaraj hier in der Gestalt eines Knaben lehrt, kann selbst der Durchschnittsbürger verstehen. Ein gewöhnlicher Mensch, der den Körper für das Selbst hält, lässt sich zweifellos mit einem Tier vergleichen. Doch selbst ein solcher Mensch begreift, dass nach dem Tod diese Person gegangen ist. Weil gewöhnliche Menschen den Körper, nicht aber die Seele sehen, klagen die Verwandten eines Verstorbenen, dieser sei von ihnen gegangen, obwohl der Körper noch immer vor ihnen liegt. In der Bhagavad Gita heißt es, Dehino Smiñyata Dehe, die Seele, der Besitzer des Körpers, befindet sich im Innern des Körpers. Nach dem Eintritt des Todes, wenn der Atem in der Nase zum Stillstand gekommen ist, wird einem klar, dass die Person im Körper, die zuhörte und Antworten gab, jetzt weggegangen ist. Deshalb kommt der gewöhnliche Mensch tatsächlich zum Schluss, dass die spirituelle Seele in Wirklichkeit vom Körper verschieden ist und jetzt bloß an einen anderen Ort gegangen ist. So leuchtet es selbst einem gewöhnlichen Menschen, der seinen gesunden Menschenverstand gebraucht, ein, dass er die wirkliche Person, die sich im Körper befand und die zuhörte und Antworten gab, nie sah. Warum sollte man um etwas klagen, was man nie gesehen hat? Vers 45. Die wichtigste Substanz im Körper ist die Lebensluft, doch sie ist ebenfalls weder der Zuhörer noch der Sprecher. Die Seele, die sogar über der Lebensluft steht, kann ebenfalls nichts tun, denn der eigentliche Lenker ist die Überseele, und zwar in Zusammenarbeit mit der individuellen Seele. Die Überseele, die die Handlungen des Körpers lenkt, unterscheidet sich vom Körper und von der Lebenskraft. Erläuterung.
Die höchste Persönlichkeit Gottes sagt in der Bhagavad Gita 15,15 unmissverständlich: Sarvasya chaham riddhi sannivishto matasmritya jnanam apohanam cha. Ich weile im Herzen eines jeden und von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Obwohl der Atma, die Seele, in jedem materiellen Körper vorhanden ist, dehinus minyata dehe, ist er in Wirklichkeit nicht die wichtigste Person, die durch die Sinne, den Geist und so weiter handelt. Die Seele kann nur in Zusammenarbeit mit der Überseele handeln, denn es ist die Überseele, die ihr Anweisungen gibt zu handeln oder nicht zu handeln. Matasmritya jnanam apohanam cha. Ohne die Sanktion der Überseele kann man nicht handeln, denn sie ist Upadrashta oder Anumanta, der Zeuge und der Erlaubnisgeber. Wer unter der Führung eines echten spirituellen Meisters sorgfältig studiert, weiß, wie die Dinge wirklich liegen, dass nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes eigentlich der Ausführende aller Handlungen der individuellen Seele ist und dass er auch über die Ergebnisse dieser Handlungen bestimmt. Obwohl die individuelle Seele die Indriyas, Sinne, besitzt, ist sie nicht wirklich der Eigentümer, denn der Eigentümer ist die Überseele. Aus diesem Grund wird die Überseele als Rishikesha bezeichnet und die Überseele gibt der individuellen Seele durch ihre Anweisungen den Rat, sich ihr zu ergeben und so glücklich zu werden. Sarvadaman Parityagyamam Ekam Sharanam Vraja. Auf diese Weise kann die individuelle Seele unsterblich werden und in das spirituelle Königreich gelangen, wo sie die höchste Vollkommenheit, ein ewiges, glückseliges Leben des Wissens erreichen wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass die individuelle Seele vom Körper, von den Sinnen, von der Lebenskraft und von den Lüften im Körper verschieden ist und dass über ihr die Überseele steht, die der individuellen Seele alle Möglichkeiten gibt. Die individuelle Seele, die der Überseele alles hingibt, lebt glücklich im Körper. Vers 46. Die fünf materiellen Elemente, die 10 Sinne und der Geist bilden alle zusammengenommen die verschiedenen Teile des grobstofflichen und feinstofflichen Körpers. Das Lebewesen kommt mit seinen materiellen Körpern, die hochentwickelt oder minderwertig sein mögen, und gibt sie später aus eigener Kraft auf. Diese Kraft kann man in der einem Lebewesen eigenen Fähigkeit, verschiedene Arten von Körpern zu besitzen, wahrnehmen. Erläuterung. Die bedingte Seele hat Wissen und wenn sie den vollen Nutzen aus dem grobstofflichen und feinstofflichen Körper ziehen und wirklichen Fortschritt im Leben machen will, so kann sie dies tun. Es heißt deshalb hier, dass die bedingte Seele mit Hilfe ihrer hochentwickelten Intelligenz, Svena Tejasa, durch die überlegene Kraft höheren Wissens, dass sie aus der richtigen Quelle vom spirituellen Meister oder Acharya empfangen hat, das bedingte Leben in einem materiellen Körper aufgeben und nach Hause zu Gott zurückkehren kann. Will sie jedoch in der Dunkelheit der materiellen Welt bleiben, so steht ihr dies frei. Der Herr bestätigt dies mit folgenden Worten in der Bhagavad Gita 9,25. Yanti deva vrata devan pitrin yanti pitri vrata bhutani yanti bhutecha yanti madhyajino. Wer die Halbgötter verehrt, wird unter den Halbgöttern geboren werden. Wer die Geister und Gespenster verehrt, wird unter solchen Wesen geboren werden. Wer die Vorfahren verehrt, geht zu den Vorfahren. Und wer mich verehrt, wird mit mir leben. Der menschliche Körper ist wertvoll. Man kann diesen Körper entweder dazu verwenden, auf die höheren Planetensysteme nach Pitriloka zu gelangen, oder man kann hier im niederen Planetensystem bleiben. Doch wenn man will, kann man auch nach Hause zu Gott zurückkehren. Diese Fähigkeit wird uns von der höchsten Persönlichkeit Gottes als Überseele verliehen. Deshalb sagt der Herr,
Smritir Gyanam Apohanamcha. Von mir kommen Erinnerung, Wissen und Vergessen. Wenn man wirkliches Wissen von der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangen will, kann man der Verpflichtung, wiederholt materielle Körper annehmen zu müssen, enthoben werden. Wenn man sich dem hingebungsvollen Dienst des Herrn zuwendet und sich dem Herrn ergibt, ist er bereit, einem Anweisungen zu geben, die einen nach Hause zu Gott zurückführen werden. Doch wenn man aus Dummheit in Dunkelheit bleiben will, darf man weiterhin ein materielles Dasein führen. Vers 47. Solange die spirituelle Seele von dem aus Geist, Intelligenz und falschem Ego bestehenden feinstofflichen Körper bedeckt wird, ist sie an die Ergebnisse ihrer fruchtbringenden Handlungen gebunden. Aufgrund dieser Bedeckung ist die spirituelle Seele mit materieller Energie verbunden und muss als Folge davon fortwährend Leben für Leben unter materiellen Bedingungen und falschen Vorstellungen leiden. Erläuterung. Das Lebewesen wird vom feinstofflichen Körper, der aus dem Geist, der Intelligenz und dem falschen Ego besteht, gebunden. Deshalb bildet der Zustand des Geistes im Augenblick des Todes die Grundlage für den nächsten Körper. Dies wird in der Bhagavad Gita 8,6 bestätigt. Yam yam vapi smaran bhavam tyajat yante kalevaram. Der Geisteszustand zur Zeit des Todes setzt das Kriterium dafür, in welche andere Art von Körper die Seele gebracht wird. Wenn ein Lebewesen dem Diktat des Geistes widersteht und ihm im liebevollen Dienst beschäftigt, hat der Geist keine Möglichkeit, es zu erniedrigen. Es ist daher die Pflicht aller Menschen, darauf zu achten, dass ihr Geist immer auf die Lotusfüße des Herrn gerichtet ist. Svavai Mana Krishna Padaravindayo. Wenn der Verstand auf Krishnas Lotusfüße gerichtet ist, wird die Intelligenz gereinigt und bekommt daraufhin Eingebungen von der Überseele, Dadami Buddhi-Yogam Tam. Auf diese Weise macht das Lebewesen Fortschritt in Richtung Befreiung aus der materiellen Gefangenschaft. Die individuelle spirituelle Seele ist den Gesetzen fruchtbringender Handlungen unterworfen, während die Überseele, der Paramatma, von den fruchtbringenden Handlungen der individuellen Seele nicht berührt wird. Wie in den vedischen Upanishaden bestätigt wird, sitzen der Paramatma und der Jivatma, die mit zwei Vögeln verglichen werden, im Körper. Der Jivatma genießt oder leidet, indem er die Früchte der körperlichen Handlungen isst. Doch der Paramatma, der von dieser Fessel frei ist, ist der Zeuge der Handlungen der individuellen Seele und sanktioniert diese so, wie sie es sich wünscht. Vers 48. Es hat keinen Zweck, die materiellen Erscheinungsweisen der Natur und das aus ihnen entstehende sogenannte Glück und Leid zu sehen und darüber zu sprechen, als seien sie wirklich. Wenn der Geist am Tage herumschweift und ein Mann sich für sehr bedeutend zu halten beginnt, oder wenn er in der Nacht träumt und sieht, wie er sich mit einer schönen Frau vergnügt, dann sind dies nichts weiter als falsche Träume. In ähnlicher Weise sollte auch das von den materiellen Sinnen verursachte Glück und Leid als bedeutungslos betrachtet werden. Wow. Heftiges Statement. Erläuterung. Glück und Leid, die ihren Ursprung in der Betätigung der materiellen Sinne haben, sind nicht wirkliches Glück und wirkliches Leid. Deshalb spricht die Bhagavad Gita von Glück, das zur materiellen Lebensauffassung transzendental ist. Sukham adyantikam yat tat buddhi grayam atindriyam. Wenn unsere Sinne nicht mehr materiell verunreinigt, sondern rein sind, werden sie zu atindriya, zu transzendentalen Sinnen. Und wenn man die transzendentalen Sinne im Dienst des Herrn der Sinne, Rishikesha, betätigt, kann man wahre transzendentale Freude empfinden. Alles Glück und Leid, das wir uns durch den feinstofflichen Geist einbilden, existiert nicht wirklich,
sondern ist lediglich ein Hirngespinst. Wir sollten uns deshalb nicht durch solche Hirngespinste sogenanntes Glück einbilden. Es ist das Beste, wenn man den Geist in den Dienst des Herrn Rishikesha stellt. So wird man ein wahrhaft glückseliges Leben führen. Manche Menschen, die sich auf die vedische Aussage Apama Somam Amrita Abhuma Apsaropia Viharama beziehen, wollen auf die himmlischen Planeten gelangen, um sich dort mit den jungen Mädchen zu vergnügen und Soma Rasa zu trinken. Solche Scheinfreuden sind jedoch wertlos. In der Bhagavad Gita 7,23 heißt es: Antavat tu palamtesham tat bhavat yalpa metasam. Menschen mit geringer Intelligenz verehren die Halbgötter und ihre Früchte sind begrenzt und zeitweilig. Selbst wenn man durch fruchtbringendes Handeln oder Verehrung der Halbgötter auf die höheren Planetensysteme erhoben wird und dort genießen kann, wird dies in der Bhagavad Gita als Antavat vergänglich verworfen. Das Glück, das man auf diese Weise erfährt, lässt sich mit der Freude vergleichen, die man empfindet, wenn man im Traum eine junge Frau umarmt. Das mag eine Zeit lang angenehm sein, aber in Wirklichkeit ist das zugrunde liegende Prinzip falsch. Das Glück und das Leid, das man sich in der materiellen Welt einbildet, wird aufgrund seiner trügerischen Natur mit Träumen verglichen. Alle Überlegungen, die auf das Erlangen von Glück durch den Gebrauch der materiellen Sinne abzielen, stützen sich auf eine imaginäre Grundlage und sind deshalb bedeutungslos. Vers 49. Diejenigen, die vollständiges Wissen über Selbstverwirklichung haben, die sich völlig darüber bewusst sind, dass die spirituelle Seele im Gegensatz zum vergänglichen Körper ewig ist, werden nicht von Wehklagen übermannt. Menschen hingegen, die kein Wissen über Selbstverwirklichung haben, klagen zweifellos. Aus diesem Grund ist es schwierig, einem in Illusion befindlichen Menschen Wissen zukommen zu lassen. Erläuterung: Den Mimamsa-Philosophen zufolge ist alles ewig, Nitya, während nach der Ansicht der Sankhya-Philosophen alles Mitya oder Anitya nicht von Dauer ist. Ohne wirkliches Wissen über Atma, die Seele, ist es jedoch sicher, dass solche Philosophen in Verwirrung geraten und weiterhin wie Shudras jammern müssen. Srila Shukadev Goswami sagte deshalb zu Parikshit Maharaj: Shrotavyadini Rajendra Nrinam Santi Sahasrasaha Apasyatam Atma Tattvam Griheshu Griha Metinam. Für diejenigen, die ganz von materiellen Handlungen in Anspruch genommen werden und die für das Wissen der höchsten Wahrheit blind sind, gibt es über viele Themen in der menschlichen Gesellschaft etwas zu hören, o Herrscher. Srimad Bhagavatam 2.1.2. Für gewöhnliche Menschen, die materiellen Tätigkeiten nachgehen, gibt es unzählige Dinge zu verstehen, denn solche Menschen verstehen Selbstverwirklichung nicht. Man muss deshalb in Selbstverwirklichung ausgebildet sein, um in jeder Lebenslage in seinen Gelübden standhaft zu bleiben. Vers 50. Es gab einmal einen Jäger, der Vögel mit Ködern anlockte und sie dann fing, nachdem er ein Netz aufgespannt hatte. Er lebte, als hätte ihn der Tod in Person zum Mörder der Vögel ernannt. Erläuterung: Das ist eine weitere Begebenheit aus vergangenen Zeiten. Vers 51. Während der Jäger durch den Wald streifte, erblickte er zwei Kulinga-Vögel. Der weibliche von diesen beiden Vögeln ließ sich vom Köder des Jägers verlocken. Vers 52. O Königinnen Suyagyas, als der männliche Kulinga-Vogel sah, dass seine Frau durch die Macht der Vorsehung in höchste Gefahr geraten war, wurde er sehr unglücklich. Unfähig, sie zu befreien, begann der arme Vogel aus Zuneigung um seine Frau zu klagen. Vers 53.
Ach, wie gnadenlos ist doch die Vorsehung. Meine Frau, der niemand helfen kann, befindet sich in einer solch unangenehmen Lage und klagt um mich. Was wird die Vorsehung gewinnen, wenn sie diesen armen Vogel wegnimmt? Was wird ihr das nützen? Vers 54. Wenn mir die herzlose Vorsehung die Frau wegnimmt, die mein halber Körper ist, warum dann nicht gleich auch mich? Welchen Zweck hat mein Leben mit einem halben Körper, da ich am Verlust meiner Frau leide? Was werde ich so gewinnen? Vers 55. Die unglückseligen Vogeljungen, die ihrer Mutter beraubt sind, warten im Nest darauf, von ihr gefüttert zu werden. Sie sind noch sehr klein und es sind ihnen noch keine Flügel gewachsen. Wie werde ich sie ernähren können? Erläuterung. Der Vogel klagt um die Mutter seiner Kinder, denn die Mutter ernährt und betreut von Natur aus die Kinder. Der als Knabe verkleidete Yamaraj hat jedoch bereits erklärt, er sei nicht von den Tigern und den anderen wilden Tieren gefressen worden, obwohl ihn seine Mutter seinem Schicksal überlassen habe und er schutzlos durch den Wald gewandert sei. Der wahre Sachverhalt ist der, dass man durch den Willen des Herrn am Leben bleiben kann, selbst wenn man keine Mutter und keinen Vater mehr hat, wenn einem die höchste Persönlichkeit Gottes wohlgesinnt ist und einen beschützt. Andernfalls, wenn uns der höchste Herr nicht beschützt, müssen wir leiden, auch wenn der Vater und die Mutter bei uns sind. Ein anderes Beispiel ist, dass manchmal ein Patient stirbt, obwohl er von einem guten Arzt und mit guter Medizin behandelt wird. Ohne vom Herrn beschützt zu werden, kann man also nicht leben, ob mit oder ohne Eltern. Ein anderer Punkt in diesem Vers ist, dass selbst in der Gesellschaft der Vögel und wilden Tiere, erst recht natürlich in der menschlichen Gesellschaft, Väter und Mütter bestrebt sind, ihre Kinder zu beschützen. Im Kali-Yuga jedoch ist alles so entartet, dass Väter und Mütter sogar ihre Kinder im Mutterleib töten, unter dem Vorwand, es sei wissenschaftlich erwiesen, das Kind im Mutterleib habe kein Leben. Angesehene Ärzte vertreten diese Ansicht und deshalb töten der Vater und die Mutter von heute ihre Kinder im Mutterleib. Wie tief die menschliche Gesellschaft doch gesunken ist. Ihr wissenschaftliches Wissen ist so hoch entwickelt, dass sie glauben, im Ei und im Embryo gebe es kein Leben. Nun werden diesen angeblichen Wissenschaftlern Nobelpreise verliehen, weil sie die Theorie der chemischen Evolution aufgestellt haben. Doch wenn chemische Verbindungen der Ursprung des Lebens sind, warum stellen dann die Wissenschaftler mit ihrer Chemie nicht ein Ei her, legen es in einen Brutapparat und lassen ein Huhn herauskommen? Was ist Ihre Antwort? Mit Ihrem wissenschaftlichen Wissen können Sie nicht einmal ein Ei erschaffen. Solche Wissenschaftler werden in der Bhagavad Gita als Mayaya-Parita-Parita-Gyan bezeichnet. Als Mayaya-Parita-Gyana bezeichnet. Als Dummköpfe, denen das wahre Wissen geraubt worden ist. Sie sind keine Männer des Wissens, doch sie geben sich als Wissenschaftler und Philosophen aus, obwohl ihr sogenanntes theoretisches Wissen keine praktischen Ergebnisse zeitigen kann. Vers 56. Wegen des Verlustes seiner Frau erging sich der Kulinga-Vogel mit Tränen in den Augen in Wehklagen. Mittlerweile folgte der Jäger, der sich in einiger Entfernung sehr gut versteckt hatte, dem Gebot der gereiften Zeit und schoss seinen Pfeil ab, der den Körper des Kulinga-Vogels durchbohrte und ihn tötete. Vers 57, Übersetzung. Auf diese Weise gab Yamaraj in der Gestalt eines kleinen Jungen den Königinnen Folgendes zu verstehen: Ihr seid alle so töricht, dass ihr jammert, aber euren eigenen Tod nicht seht. Da ihr nur wenig Wissen habt, begreift ihr nicht, dass ihr euren toten Ehemann niemals lebend zurückbekommen werdet, selbst wenn ihr hunderte von Jahren um ihn klagt. In der Zwischenzeit wird aber das Ende eures Lebens gekommen sein.
Erläuterung. Yamaraj fragte einmal Maharaj Yudhishthir: Was ist die erstaunlichste Sache auf dieser Welt? Maharaj Yudhishthir antwortete im Mahabharata Vanapava 313-116: Ahanyahani Bhutani Gachantiha Yamalayam Sheshastavaram Ichanti Kim Aschayam Ataparam. In jedem Augenblick sterben Hunderte und Tausende von Lebewesen, aber ein törichtes Lebewesen denkt trotzdem, es werde nie sterben und bereitet sich nicht auf den Tod vor. Das ist die erstaunlichste Sache, die es auf dieser Welt gibt. Jeder Einzelne muss sterben, denn jeder Einzelne steht völlig unter der Gewalt der materiellen Natur. Doch trotzdem denkt jeder, er sei unabhängig, er könne tun, was er wolle, er werde nie sterben, sondern für immer leben und so weiter. Sogenannte Wissenschaftler entwerfen verschiedene Pläne, nach denen die Lebewesen in der Zukunft für immer leben können. Doch während sie solch wissenschaftliche Studien betreiben, wird Yamaraj sie zu gegebener Zeit aus ihrer sogenannten Forschungstätigkeit herausreißen. Wow, ich glaube, ich mache hier nochmal einen Break. Und wir können dort beim nächsten Mal weiterlesen. Wir haben hier von Yamaraj gehört, wie er die Königinnen, die um den Toten Suyagya getrauert haben, unterwies. Auf der einen Seite, finde ich, klingt es recht hart, recht strikt, den Königen zu sagen: Leute, das ist Dummheit hier. Auf der anderen Seite tritt Yamaraj als Freund auf, indem er den Königinnen wirkliches Wissen über die spirituelle Natur des Lebewesens schenkt, indem er sie unterweist. Nach allem, was ich aus den vedischen Schriften gehört habe, von den spirituellen Meistern der Schülernachfolge, ist es niemandem untersagt zu trauern. Es ist niemandem untersagt, einen Abschied als Abschied zu sehen. Ein Tod, der Tod eines Menschen ist immer mit einem Abschied verbunden, ist immer mit einer Trennung verbunden. Gleichzeitig fordern uns die Autoritäten, das Srimad Bhagavatam, Yamaraj in Person, fordern uns auf, zu verstehen, wer wir und die Menschen um uns herum wirklich sind. Und das macht er hier ganz deutlich, dass die Geschichte mit den beiden Kulinga-Vögeln, wo die Frau gefangen und der männliche Vogel dann getötet wird im Anschluss, lässt sich sehr gut auf uns übertragen. Das heißt, diese materielle Welt führt unweigerlich zum Tod, wie nochmal in der Geschichte, in dem Gespräch zwischen Yamaraj und Yudhishthir beschrieben wurde, ist das Erstaunlichste auf dieser Welt, dass wir jeden Tag leben, als würden wir ewig leben. Wir sind alle mit einer Endlichkeit konfrontiert in dieser Welt. Und das ist kein Grund, in Panik zu geraten. Aber die Veden, das Srimad Bhagavatam, fordert uns auf, unsere Zeit zu nutzen und uns unserer spirituellen Stellung in Beziehung zum höchsten Wesen wieder bewusst zu werden. Ich schließe damit die heutige Lesestunde aus dem Srimad Bhagavatam,
Kapitel, Kanto 7, Kapitel 2. Wir haben gelesen bis Vers 57 und werden das nächste Mal daran anknüpfen. Hare Krishna, liebe Zuschauer. Hare Bol.